Kleingeister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Schönen guten Morgen. Und Christian Alner. Hallo, hallo. Heute geht es um Musik im Netz. Und das sind unsere Themen. Wie digital ist die Musik heute? Ist digital gefährlich für Musik? Und was denkt Oliver Ries darüber? Den haben wir heute zu Gast. So früh morgens, weil wir alle Termine haben, wichtige, stehen wir um vor 12 noch im Studio. Und damit auch hallo und willkommen zur 18. Folge der Online-Geister. Wie gesagt, Oliver Gies von der Band, A Cappella-Band Maybe Bob heute zu Gast. Schönen guten Tag. Guten Tag. Online-Geister, Hausmeistereien. Ich wollte einfach mal schnell ab, weil wir eh nicht so viel zu erzählen haben, weil wir die relativ auch vom Datum her früh aufzeichnen. Ja, beraten wir es einfach mal runter. Genau, also letzte Folge gab es den Einblick in die Welt der Versicherungen. Da gibt es natürlich noch kein Feedback, weil die auch erst diese Woche ausgestrahlt wird. Ja, wir müssen jetzt sehr terminlich ein bisschen hin und her basteln. Aber alle aktuellen Sachen finden natürlich wie immer unter www.onlinegeister.com und da eventuell / Folge und dann die Nummer der Folge. Genau, in dem Fall jetzt, die aktuelle Folge wäre Folge 018, also onlinegeister.com/Folge 018, alles zusammengeschrieben. Und damit würde ich sagen, halten wir es kurz. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns info@onlinegeister.com oder kommentiert gerne auch bei iTunes mit Sternenbewertung, wie es euch gefällt. Und ansonsten, Tristan? Wie gesagt, haben wir heute Oliver Gies zu Gast und der ist Sänger in der Band Maybe Bob. Und diese Band hat nur Sänger, die ist nämlich A Cappella. Und wer ich darunter nichts vorstellen kann, der hört mal kurz rein. Vom aktuellen Album Systemfehler ist hier ein Platzhalter. Mhm. Das war Platzhalter von Maybe Bob von ihrem aktuellen Album Systemfehler. Falsch geschrieben, googelt es, Maybe Bob. Und mit der Band sind wir gleich bei unserem Gast und damit auch beim Thema. Online-Geister, Thema der Sendung. Unser Thema ist Musik und dabei natürlich uns als Online-Geister die Frage, wie digital ist die Musik heute? Wie hat Digitalität, Online-Welt, Internet Musik verändert? Und es gibt ja für alles irgendwelche Dachorganisationen, deswegen nur mal kurz runtergerattet. Es gibt den Bundesverband Musikindustrie. Oliver, mal kurz gefragt, wie ist eure Meinung da überhaupt zur Bundesverband Musikindustrie, zu diesen ganzen Lobbyorganisationen, was es da so alles gibt? Da habe ich offen gestanden gar keine Meinung zu, weil ich da keine Berührungspunkte habe. Ah, okay, also weder positiv noch negativ, also existiert, aber ja, die haben ihr Bereich, wir haben unseren Bereich. Also hat mit uns nichts zu tun. Okay, alles klar. Dann fallt ihr aus der Statistik sicherlich dann schon mal mit raus. Also laut diesem Bundesverband für 2016, Stand 2016, gab es, was den Umsatz insgesamt anging der Musikindustrie, das waren 1,58 Milliarden Euro für Deutschland und davon sind 38% digital erwirtschaftet, also über digitale Vertriebskanäle wie vor allem Streaming oder Music on Demand, was es da so alles gibt. Das waren 600 Millionen Euro, die im letzten Jahr eingenommen wurden, rein in Deutschland. Nur mal zum Vergleich, die deutsche Filmindustrie, das sind etwa 2,3 Milliarden Euro, die es insgesamt umfasst. Deutsche Autoindustrie sind 300 Milliarden Euro, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Also es ist schon nicht gerade wenig, bei 600 Millionen, aber Autos sind ja auch teurer als Kinotickets und Kinotickets sind teilweise teurer als Alben, als Singles auf jeden Fall. Und da übrigens, was ich ganz interessant fand, betreffend Streaming, 12,9 Millionen Deutsche, Statistiken, Quellen, packt euch das alles in die Shownotes mit rein, 12,9, also sagen wir mal 13 Millionen Deutsche, die streamen inzwischen, was ich eigentlich schon ganz ordentlichen Wert finde. Ne, zählt da YouTube mit rein oder ist das nur so Sachen wie Amazon Music, iTunes und Spotify? Ich könnte mir vorstellen, dass YouTube wahrscheinlich auch mit reinzählt, wenn es halt offiziell ist, ist aber aus der Statistik jetzt nicht hervorgegangen. Also ich finde, ich habe nur bei Spotify mehrere Sachen gehört, sehr viel Kritik, gerade von kleineren Musikern, dass es denen überhaupt nichts bringt, außer Bekanntheit. Oliver, seid ihr bei Spotify? Wir sind inzwischen mit dem aktuellen und auch ein paar anderen Alben tatsächlich bei Spotify. Bekommt ihr da was raus oder ist das einfach nur ein Angebot oder dass Leute euch zufällig finden? Also man kann sagen, wir kriegen da nichts raus. Okay. Das ist okay. So lächerlich wenig, wobei wir natürlich auch ein total kleiner Act sind, der medial nirgendwo stattfindet und so, also ist ja klar, dass wir da kein Geld sehen. Kriegt ihr zumindest ein bisschen Fame raus, wie man so schön sagt? Also bringt es jetzt irgendwas? Also einfach so? Nö, also keineswegs. Also ihr habt ihr nicht irgendwie gemerkt? Derjenige, der uns kennt, der sucht uns da. Aber der kennt euch natürlich schon und Leute, die euch nicht kennen, die finden euch da auch nicht. Ja, genau. Ja. Das ist schade. Glaubst du denn, dass Musikpiraterie auch dafür verantwortlich ist, dass so wenig Leute eure CDs kaufen oder zu wenig Leute? Würden es mehr kaufen, wenn ihr weniger auf YouTube veröffentlichen würdet, die es das kostenlos ist?
Nein, das glaube ich nicht. Wir verkaufen auch gar nicht wenig CDs. Also das läuft noch sehr solide bei uns. Wir sind jetzt natürlich kein Topseller, der bei Saturn unter den Top Ten steht, aber bei uns gehen immer noch viele CDs nach dem Konzert über die Theke, weil viele Leute so eine CD mitnehmen wie ein Programmheft. So als Andenken an den Abend. Okay, und verkauft ihr da jetzt vor allem nur die physischen Tonträger, also wirklich klassisch CD dann nach dem Konzert, oder wie verhält sich das so prozentual ganz grob, was so die Verkäufe angeht? Also merkst du da vielleicht auch einen Shift? Wir verkaufen wenig digital. Also wir kriegen da ja immer mal alles, jedes Quartal so eine Abrechnung, und das ist ein Pups, also sehr wenig. Also die Masse wirklich so auf dem Konzert, nach dem Konzert, was dann so als CDs da angeboten wird auf den Tischen. Genau, tatsächlich verkaufen wir immer noch viel mehr physisch. Aber das ist, wie gesagt, dieser Andenken-Charakter, den das hat. Sollte man ja auch nicht unterschätzen. Das ist im Prinzip etwas, was auch der Piraterie entgegenwirkt, wo ich ja dann hinleiten wollte. Wir haben eine noch schön andere Statistik, wie die Musikpiraterie anteilig. Wie ist das, Christian? Schüssel das mal auf, was da steht. Also Leute also generell hören Musik, ohne dafür zu bezahlen. Ja, also es wurde gefragt von Music Consumer Insights Report vom letzten Jahr war es gewesen. Also einfach, wer hat in den letzten 6 Monaten zum Zeitpunkt der Erhebung illegal sich Musik beschafft? Dann wurde halt gesagt, also Musikpiraterie insgesamt, Ripping, Downloads generell, also was noch ein bisschen unterteilt, aber Musikpiraterie insgesamt, 16 bis 24 Jahre, da waren es etwa 55%, also weit mehr als die Hälfte hat sich in den letzten 6 Monaten schon illegal was beschafft. Jungen Erwachsenen. Also ist so eine Allgemeinerhebung dann auch mal aufgeschlüsselt nach Altersstrukturen. Und selbst 55 bis 64 Alter. Jahre noch fast ein Fünftel sind es gewesen. Ich denke, bei Musikpiraterie schreit auch die Musikindustrie, uns gehen da Milliardeneinnahmen verloren, weil wenn alle das kaufen würden, die da eigentlich illegal die Sachen beziehen, hätten wir viel mehr Geld. Aber ich denke, das wichtigste Gegenargument dagegen ist, nicht alle, die Piraterie, die sich Sachen gratis holen würden, es auch kaufen. Also wenn ich was haben möchte, dann kaufe ich es mir auch. Witzigerweise habe ich da jetzt die Tage erst eine Studie gesehen, zwar von der Europäischen Kommission Auftrag gegeben, zwar für die Filmindustrie betreffend Raubkopien, aber da wurde am Ende gesagt, dass diese Piraterie der Industrie eher noch hilft. Weil sie also es weiter verbreitet. Also ist kein negativer Effekt festzustellen gewesen. Macht. Was dann auch schnell dazu geführt hat, dass die Lobbyorganisationen in Brüssel gesagt haben, okay, nee, das müssen wir jetzt nicht so an die große Glocke hängen. Widerspricht ja unserer persönlichen Propaganda. Aber mal euch gefragt, Oliver, also speziell jetzt Maybe Bob zum Beispiel, habt ihr so große Probleme mit illegalen Raubkopien oder sowas? Also hat sich das jetzt irgendwie bemerkbar gemacht in singenden Verkaufszahlen oder was auch immer? Also natürlich kriegen wir da nichts von mit. wobei uns vor vielen Jahren einmal jemand eine gebrannte CD zum Unterschreiben hingehalten hat und sich überhaupt nichts dabei gedacht hat. Das war ein schöner Moment. Ansonsten oder CDs ist das ein Thema nicht unser Kerngeschäft, sondern unser Kerngeschäft ist, dass wir live auftreten und Leute ins Konzert kommen, wie das ja bei vielen, auch größeren Acts inzwischen so ist. Und also alles, auch was die Leute illegal hören, ist halt Werbung fürs Konzert. Deswegen. Also dich stört es nicht, wenn jemand illegal Sachen von YouTube runterrippt oder euch die CDs von euch brennt und sie dann anhört. Solange Leute zum Konzert kommen, ist es überall verfügbar. Und woher sollen die Leute wissen, dass das irgendwie Wert hat? Also meine Kinder zum Beispiel, die sind Teenager, die werden sich in ihrem Leben keine CD kaufen. Die wachsen damit auf, dass man alles streamen kann und bei YouTube angucken kann. Das ist einfach, das wird die Normalität sein, dass man für Musik kein Geld mehr ausgibt. Aber die gehen dann trotzdem noch auf Konzerte. Also oder fangen jetzt an, auf Konzerte zu gehen, wenn die Teenager sind. Ja, die wissen zumindest, dass es Konzerte gibt, die Geld kosten und dass es auch in Ordnung ist, weil man da eine Show geboten bekommt. Ah, okay, also deine Kinder, denn so die nächste Generation an Konzertgängern beziehungsweise Musikinteressierten, also es ist, du merkst auf jeden Fall schon so ein bisschen eine Veränderung, dass halt CDs kaum noch dort kauft er, also wenn dann wirklich eher, es wird gestreamt oder sich irgendwas runtergeladen, aber so der Konzertbesuch, das Event-Ding, das ist aber weiterhin noch vorhanden, so im Bewusstsein. Erlebe ich das, also unsere Besucherzahlen sind nach wie vor steigend seit 10 Jahren, das geht immer noch ein bisschen bergauf. Okay. Also nach diesem puren Erlebnis, so 1:1, da scheinen die Leute doch noch nicht satt dran zu sein. Also könnte man, wir kommen jetzt später nochmal auf die Bandentwicklung mit dem Internet insgesamt, aber könnte man theoretisch sagen, dass Piraterie und Verbreitung im Internet euch populärer gemacht hat? Ja, ich gehe davon aus, dass das so ist.
Interessant. Ein anderer Aspekt, wenn ich da sprechen kommen wollte, ist die GEMA, die, ich habe gerade die Gesellschaft für unsere Musik, ich hätte vorher noch ein bisschen, wofür das Begriff steht, ist dieser ganz lange Name, die sich ja als Institution behauptet, die ja jahrelang, seit es YouTube gibt, glaube ich, extrem dagegen vorgegangen ist, zu verhindern, dass YouTube Musik zeigt. Gesellschaft übrigens, für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Ich komme hier auf GEMA, egal. Gesellschaft, ja. Kommentare, onlinegaster.com, warum können die sich mit GEMA abkürzen? So. Präsident wollte sagen. Dass die teilweise auch YouTube-Videos geblockt haben, in denen gar keine GEMA-Musik drin war, einfach nur, weil da Musik drin war, die von der GEMA sein könnte. Ich mache selber Musik, ich habe einen Basslehrer, ich bin in der Band, noch ohne Auftritt, aber wir gucken gerade. Und ich habe verschiedene Meinungen gehört zur GEMA. Mein Basslehrer findet das total blöd, was die machen. Der kommt ohne GEMA aus und kann gut von der Musik leben. Und mein Gitarrist in der Band meinte, GEMA ist vernünftig für Leute, die sich darüber keine Gedanken machen wollen, dass halt immer so ein bisschen Tantiemen reinkommen. Der hat eigentlich nichts gegen die GEMA. Oliver, wie ist deine Meinung zur GEMA? Seid ihr GEMA-Mitglied? Stört die euch? Hilft die euch? Ich bin GEMA-Mitglied, weil ich die meiste Musik schreibe für uns und ich profitiere natürlich davon. Deswegen finde ich die GEMA ganz in Ordnung. Ja, siehst du, noch einer, der meinen Standpunkt in unserer Folge, ich glaube Nummer 5 oder Nummer 6 war es gewesen, da hatten wir auch über GEMA und YouTube gesprochen, dass sie sich jetzt geeinigt haben. Da habe ich auch gemeint, GEMA ist eigentlich was prinzipiell Gutes erstmal. Na ja gut, aber wenn GEMA Videos auf YouTube blockt, dann würde ja auch eure Videos blocken und dann könnt die keiner in Deutschland mehr sehen. Ja, das stimmt, aber die haben sich jetzt ja auch geeinigt. YouTube gibt ja da irgendwie so ein paar Brotkrumen jetzt an die GEMA ab. Ja, 0, irgendwas Cent war das gewesen. Wir hatten auch mal in der letzten Folge, ich schaue jetzt auch gerade parallel mal, wo wir das besprochen hatten. Das war nicht viel gewesen, aber immerhin geben sie was. Okay, also mir ist das total selten begegnet, dass ein Video geblockt war. Also von uns sowieso nicht, das interessiert niemanden, das sind ja Peanuts. Aber auch von Großen hatte ich das wirklich sehr selten. Dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar. Ich habe es übrigens gerade gefunden für unsere Hörer, die sich für die Details interessieren. Onlinegeister.com, Folge 006 zu über Thema Barcamps. Und dann war das gerade aktuell, dass die GEMA sich geeinigt hat. Ja, ich erinnere mich. Und das war 0, irgendwas Cent gewesen pro Klick. Na gut, wenn so ein Video 10.000 Klicks bekommt, dann ist es schon was. Mir ist es eben nur aufgefallen, dass eine Band, die ich mag, hat auf ihrem eigenen YouTube-Kanal Videos hochgeladen, die in Deutschland geblockt waren von der GEMA, weil die Band GEMA-Mitglied ist. Und also die war eine deutsche Band, die in Deutschland hochgeladen hat, aber Deutsche konnten die Videos nicht sehen. Und also, das hat mich dann sehr irritiert. Habe ich noch nie gesehen, das ist mir noch nie passiert. Gibt es inzwischen auch nicht mehr und ich habe dann auch, also die Umwege, die es dann dazu gab, sind inzwischen auch nicht mehr nötig, wegen der Einigung. Gut, und ich sag mal, Maybe Bob stellt ja auch viele Sachen einfach so ins Internet. Ihr habt ja auch teilweise Musikvideos gemacht. Ich habe mir gestern erst das von Festung angeschaut. Das wäre ein Song auf eurem letzten Album gewesen. Also andächtige Burgherren, ein bisschen in diese Richtung. Und da gibt es auch ein eigenes Musikvideo und das ist auch mit einem kompletten Song. Da könnt ihr dann auch, also kann ich als Fan ja dann auch alles mitfinden. Also ich muss sagen, da finde ich euch auf jeden Fall schon recht freigebig. Ja, ja, wie gesagt, alles Werbung fürs Konzert. Wir wollen, dass Leute ins Konzert kommen. Das ist unser Ziel. Apropos Konzert, da gibt's ja auch schöne Aufnahmen von euch, weil ihr ja ohne Instrumente, ohne Gerätschaften auf der Bühne euch was anderes einfallen lassen müsst, um eine interessante Show zu machen, dass es eben teilweise Singtheater fast wird mit den Sachen. Und ihr holt auch ab und zu Leute auf die Bühne. Ja, das stimmt. Ich erfahren durfte durch Freunde, die auf Konzerten gewesen sind, wie zum Beispiel Christian und Lydia. Genau, wir waren ja im Februar bei euch in Leipzig gewesen und hattet ihr ja eine kleine Jam-Session mit Lydia gemacht auf der Bühne, Kuscheln, Sex und Händchen halten. Hatte sie sich ja gewünscht, falls du dich noch erinnern kannst. Mhm. Und zum einen, das Lied würden wir jetzt spielen wollen. Tristan und ich hatten es da abgesprochen. Ich habe es ja live damals mitgeschnitten. Soundqualität ist leider für Radio-Podcast nicht so super, aber... Also, wenn man das Lied mag, könnte man es vielleicht anhören. Wenn man Lydias Stimme mal singen hören will, ist es auch in Ordnung. Aber wenn ich die Band nicht kennen würde, wenn Lydia nicht kennen würde, das im Radio hören würde, würde ich abschalten. Ja, die Soundqualität, rein das Handwerkliche von der Soundqualität. Also nicht handwerklich, die Qualität vom Handy auf Live-Konzert aufgenommen, das ist, ja. Bevor wir uns verquatschen, ich habe es mit dem Handy aufgenommen. Also insofern, so viel dazu. Dafür finde ich die Qualität nicht schlecht. Ich würde es auf jeden Fall bei uns auf der Facebook-Seite reinstellen. Ansonsten schaut mal unter onlinegaster.com/folge018. Da würde ich es auch nochmal mit verlinken. Und ansonsten gibt es jetzt hier die Studio-Version. Maybe Bob, Kuscheln, Sex und Händchen halten. Und viel mehr will uns das Leben gar nicht lehren. Kuscheln, Sex und Händchen halten vom Album Extrem nah dran. Von Maybe Bob war das gerade und wir haben bei unserem Thema immer noch Oliver Gies zu Gast.
Online-Geister. Thema der Sendung. Und wer diese schöne Stimme übrigens live singen hören möchte, wie gesagt, onlinegeister.com oder unsere Facebook-Seite facebook.com/onlinegeister. Da macht Lydia eine Jam-Session mit Maybe Bob. Okay, wir sind ja immer noch beim Thema, Tristan. Genau, und jetzt, wo wir ein bisschen allgemein über Digitalisierung der Musik gesprochen haben, würde ich gerne wissen, wie das die Band Maybe Bob erlebt hat. 1992 gegründet. Genau, wir haben jetzt Oliver Gies, Jahrgang, darf ich sagen, 1973? Ja, klar. Das ist gerade gesagt. Also ich jetzt die Frage, ob du sagen darfst, dann aber die Zahl sagen. Aber ja, geboren 1973, 1992, Gründungsmitglied von damals ja noch nicht Maybe Bob heißend. Ja, richtig. Und ich habe mich mal ein bisschen gelesen, ihr habt euch anfangs gegründet, also auch als Quartett. Genau, als Quartett, um in Hannover Straßenmusik zu machen. Stimmt das soweit? Ja, das stimmt. Das war die Premiere, Dezember 1992 in der Fußgängerzone. War es nicht sehr kalt so im Dezember? Och, das hat man in Kauf genommen, ne? Wir waren Studenten und haben uns gefreut, dass die Leute da was in den Hut geschmissen haben. Das ist schön, da waren wir gleich auf sie aufmerksam. Genau, mit den damaligen Bandmitgliedern war ja Bernd Clausen dabei, Nils, Ole Peters und Markus Jausch. Ja. Wenn ich das alles richtig lese. Und die sind ja alle soweit nicht dabei geblieben. Du bist jetzt der Einzige, der seit 1992, also seit Dezember 1992 in der Band ist. Und ich meine, damals war ja mit Thema Internet, Streamingdienst etc. ja noch nicht gerade viel, speziell in Deutschland. Wie hat sich das bei euch jetzt so eigentlich so entwickelt? Also sag mal, wie waren an sich die ersten Jahre, vor allem vielleicht auch im Vergleich zur heutigen Entwicklung? Erzähl doch mal. Die Entwicklung der Band parallel zum Entwicklung des Internets. Also irgendwann Mitte der 90er hatten wir eine Homepage und das war damals absolut unglaublich. Also das ganz neue Ding, dass man so eine Homepage hatte. Und die Band war aber damals noch nicht professionell und hatte auch keine professionellen Ambitionen. Und seit 2002 gibt es jetzt die bestehende Besetzung. Wir sind im 16. Jahr. Und das war ein kompletter Reload. Also da haben wir, also seitdem singen wir ganz anderes Repertoire, haben uns auch überlegt, umzubenennen. Und seitdem haben wir auch erst eine professionelle Homepage und nutzen jetzt auch Facebook, Twitter, Instagram. Ihr seid auch komplett aktiv und das macht auch ihr auch selbst oder habt ihr da irgendjemanden für Social Media eingestellt? Nee, das machen wir alles selber. Also okay, haben einen, der unsere Homepage programmiert, aber betreuen, beantworten, gucken, das machen wir alles selber. Okay, und seit 2002 habt ihr jetzt eine Website, richtig? Ja, wir hatten vorher eine Website, aber wie gesagt, seit 2002 hat das professionellen Anspruch. Ah, okay. Also vorher gab's schon haben wir versucht, das so zu pushen, dass das irgendwann unser Job werden konnte und das hat dann ja auch geklappt. Ach, also auch so ein Klassiker wieder so reingerutscht quasi in diese professionelle Schiene mit der Band. Also erstmal wirklich nur so als studentische A-Cappella-Gruppe quasi sich gegründet und dann hat sich das so langsam entwickelt. Na, seit 2002 haben wir es halt drauf angelegt. Ah, okay, da war auch der Antrieb dann da. Da war der Antrieb da. Also das war eine komplett neue Besetzung, die gesagt hat, wir gehen jetzt den professionellen Weg. Wenn es klappt, dann ist auch jeder bereit, links und rechts alles abzuwerfen. Weil das ja oft in einer Band das Problem ist, einer will ganz viel und der andere will aber doch lieber seinen Lehrerjob machen und dann kommt man nicht so zu Potte. Und 2002, die Besetzung hat halt gemeinsam gesagt, wir probieren das und wenn es klappt, dann wird das auch unser Job. Okay, cool. Und dann alle in dieselbe Richtung geguckt. 2002 war ja auch schon ein bisschen was mit Internet, also Website gab es ja schon, Facebook war ja noch ein feuchter Traum von Mark Zuckerberg vielleicht gewesen zu der Zeit, aber da seid ihr jetzt ja auch entsprechend aktiv. Ich habe auch gesehen, ihr habt einen eigenen Podcast bei YouTube etc. pp. Aber generell so, wie hat sich eigentlich die Band verändert oder das Leben der Band verändert, als es im Internet halt immer größer und dann auch wichtiger wurde? Also gab es da bei euch so mal bestimmte Meilensteine vielleicht, an die du dich noch erinnern kannst? Und sei es so im Nachhinein, was sich als Meilenstein herausgestellt hat. Also ich habe irgendwann gedacht, Facebook reicht. Das hat mein Bandkollege gemacht. Und der kam dann irgendwann auch an und meinte, nee, wir müssen jetzt auch Instagram und Twitter machen. Olli, du machst Twitter. Mit Twitter habe ich überhaupt keine Berührungspunkte vorher. Und jetzt bin ich halt unser Twitter-Beauftragter seit ein paar Jahren. Okay, also, auch gut kommst dabei. Du gut damit zurecht? Habt ihr ordentlich viele Follower, gute Interaktion mit den Leuten da? Ja, da findet schon... Also ich weiß nicht, was viele Follower sind, aber da findet schon ordentlich was statt. Mhm. Und viele Fans wissen das auch zu schätzen und freuen sich, dass sie da
wissen, dass sie direkt mit uns in Kontakt stehen. Ah, okay, also das ist jetzt schon so ein Takeaway von Social Media dann, dass eure Fans sich so direkt angesprochen fühlen können. Nicht nur auf den Konzerten, sondern so generell. Genau. Mhm. Habt ihr auch gemerkt, als ihr dann auf YouTube aktiv wurdet, als ihr auf Social Media aktiver geworden seid, dass es dann auf den Konzerten auch mehr wurde? Oder war das eher so, okay, ihr seid allgemein einfach gewachsen? Das war jetzt nicht, weil ihr Social Media macht, sondern auch, weil Social Media macht? Also ich glaube, wir sind tatsächlich insgesamt recht umtriebig. Aber immer mal wieder kommen auch Leute nach einem Konzert zu unseren CD-Stand und sagen, sie sind da, weil sie uns bei YouTube gesehen haben. Okay, du hast jetzt gerade gesagt, ihr seid umtriebig. Magst du das ein bisschen näher ausführen? Wir nehmen einfach das ganze Online-Marketing, glaube ich, ziemlich ernst und geben uns da sehr viel Mühe, da ständig irgendwas zu machen. Wir veröffentlichen zum Beispiel bei YouTube jeden Mittwoch ein Video. Das ist mal ein Musikvideo, mal ein Live-Mitschnitt, eine Improvisation, die wir gemacht haben, oder ein Tourblog oder ganz alter Song von uns irgendwo ausgegraben. Also das unser ist Maybe-Mittwoch, so nennen wir das. Jeden Mittwoch kommt da was und das abonnieren die Leute eben auch. Und wenn wir das vergessen, Mittwochabend noch nichts da ist, dann schreiben die auch, ey, wo bleibt das denn und so. Das finde ich für eine Band sehr ambitioniert und das machen, also fast jede Band, die ich kenne, hat einen YouTube-Kanal, aber die wenigsten laden regelmäßig was hoch. Eher wenn ein neues Album kommt, kommt ein Trailer, kommt ein Teaser, kommt eine Ankündigung, wann man es vorbestellen kann und dann kommen Musikvideos zu den Singles und dann ist einfach für ein Jahr oder so Ruhe. Vielleicht mal ein Live-Mitschnitt oder Werbung für die DVD, aber die meisten machen da nicht so viel, dass eine Band wirklich jede Woche regelmäßig was hochlädt und wenn es halt nur was Kleines ist, habe ich so noch nicht gesehen. Ja, das machen wir jetzt seit anderthalb Jahren. Also auch die Regelmäßigkeit, also mindestens einmal pro Woche oder halt genau. Eben. Genau, also wir stellen natürlich schon ewig was bei YouTube ein, aber seit anderthalb Jahren jetzt jeden Mittwoch. Okay, also Hashtag Maybe Mittwoch. Genau. Wie viele Abonnenten habt ihr da gerade? Ungefähr? Oh Gott, 10.000, 50.000, 100.000? Eine Million? Auch wenn die Abonnenten jetzt nur so eine relative Aussagekraft haben. Das kann ich jetzt sagen. Ja, aber das ist mal die nächste Frage. Das muss ich mal nachgucken, wie viele Abonnenten wir da haben. Gut, kann man ja auch alles nachschauen. Ich denke mal, bei eurer Website maybebob.de, richtig? Ja, genau. Da sollten ja auch entsprechend die Social Links überall vorhanden sein, dass man sich dann da durchklicken kann. Die sind da tatsächlich vorhanden, ja. Ich gucke mir gerade die Fragen an und merke, viel haben wir vorhin schon angerissen in der ersten Hälfte. Also CDs, mal hast du ja gemeint, verkauft ihr nach Konzerten immer noch besonders. Und also ich kann das mal gerade sagen, wir haben gerade 17.131 YouTube-Abonnenten. Das okay, ist doch schon eine ganz gute Schlagzahl, oder? Ja. Also kann man nicht meckern. Fünfstellig ist in Ordnung. Das Act, den keiner kennt, ist das Ganze. Ja, auf jeden Fall. Ach, aber ich finde, der Act bei euch, also ich habe Tristan darauf aufmerksam gemacht. Ich wurde von meiner Freundin, Partnerin Lydia, unserer Introsprecherin, darauf aufmerksam gemacht. Die wurde, glaube ich, auch von irgendeiner Freundin darauf aufmerksam gemacht, dass es euch gibt. Also das ist ja auch immer noch so klassische Mundpropaganda vielfach, was natürlich durch Social Media gestützt werden kann, das auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, merkt ihr jetzt stärker so den Offline- oder diesen Online-Charakter, jetzt zum Beispiel auch bei der Kommunikation mit den Fans? Also kommen jetzt eher so Zusammenarbeiten, Interessen, Fragen, was ich jetzt so auf den Konzerten zustande oder schreiben euch da Leute eher bei Facebook jetzt inzwischen an? Also gibt's da irgendwie so Tendenzen, wie ihr kontaktiert werdet? Kann ich so nicht sagen. Halb. Also viele, die uns bei Facebook anschreiben oder bei Twitter oder YouTube-Kommentare hinterlassen, aber auch viele, die uns direkt nach dem Konzert ansprechen. Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr sagen würdet, hier vor allem Kommunikationskanal ist XY, also ist so alles ein bisschen. Es ist alles ein bisschen, genau. Aber ist ja erstmal nicht schlecht, man verteilt sich auf jeden Fall ganz gut, hat man nicht so seitenlastig die Kommunikation gleich. Ja. Wie ist es bei dir persönlich jetzt außerhalb von der Band? Kaufst du selber noch CDs? Hast du alles digital, MP3-Player alles auf dem iPhone? Wie konsumierst du Musik zurzeit? Ich habe so seit 5, 6 Jahren keine CDs mehr oder noch länger. Ui. Sondern habe alles nur noch digital, bin allerdings Dinosaurier diesbezüglich, dass ich nicht streame. Das habe ich mal ausprobiert, aber das war irgendwie nichts für mich, sondern mir tatsächlich immer noch Alben kaufe. Also ich kaufe mir auch keine Titel, sondern wie früher, ich kaufe mir immer noch ganze Alben. Ja, das gefällt machen ja die wenigsten. Ich mache das noch. Ich bin relativ spät eingestiegen in aktiv Musik hören und Lieblingsbands haben, aber dann auch richtig intensiv. Und jede Musik, die ich mir gekauft habe, habe ich noch als CD im Regal stehen. Die habe ich dann auch digitalisiert, dass ich sie auch auf dem Rechner habe, dass ich die jederzeit hören kann, rumschieben kann als Dateien. Aber ich habe auch alles noch im CD-Regal. Und ab und zu streame ich, um neue Sachen zu entdecken. Also geh mal auf Spotify, was ist dein Mix der Woche, was sind da für Bands drin? Und wenn ich da eine finde, die mir gefällt, dann kaufe ich auch die CD.
Ist relativ selten vorgekommen auf Spotify? Das Stream hat mich nicht angemacht. Aber wie gesagt, für meine Kinder ist das Normalität. Die kennen gar nichts anderes. Wird am Ende vielleicht auch so ein bisschen eine Generationssache sein, von die einen wachsen damit auf, die kennen, ja, wie gesagt, das kennen sie nicht anders. Und für andere ist es halt immer noch so dieser Klassiker. Ich bin auch so noch ein Fan von der CD. Ich schenke das auch gerne, weil es einfach so, es ist so ein physisches Ding, was man irgendwie noch verpacken kann. Es ist immer noch besser, als zu sagen, hier hast du einen Gutscheincode für iTunes oder sowas. Es ist immer noch, finde ich, hat einen anderen Stellenwert ein bisschen. Ich nehme lieber den Gutscheincode. Ich will nicht so viel rumstehen haben bei mir. Ja klar, das kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Spätestens seit ich umgezogen bin, ist das so eine Sache auch so in Büchern, CDs und sonst wie. Das nimmt ja alles Raum weg. Immer mehr, mein CD-Regal wird langsam ziemlich voll. Ich gucke, ob ich mal was aussortiere. Aber ich kann mich ja von nichts trennen. Aber du, Oliver, noch eine Frage jetzt in einer Sache. Wir laufen ja immer als Online-Gast am Radio, aber auch als Podcast. Und ihr seid ja auch aktive Podcaster. Also in dem Fall jetzt mit so einem Videopodcast oder Vlog bei YouTube. Wie kam das eigentlich zustande erstmal? Das ist gut 10 Jahre her. Da hat unser jüngster Mitsänger damals gesagt, hier gibt's jetzt YouTube, das ganz neue heiße Ding. Da könnten wir Videos veröffentlichen. Und dann haben wir angefangen, uns zu filmen und zu erzählen, was wir gerade machen. Und jetzt sind wir gerade bei Podcast irgendwas in den 90ern, glaube ich. Also Folge 90, nicht 90 zu. Folge 90, ja. Ja, aber ich meine, das ist ja schon mal eine ganz gute Schlagzeile, ein paar 90 vor 10 Jahren. Also wenn ihr sagt, jetzt inzwischen ja jeden Mittwoch wird was veröffentlicht und das ist ja nicht nur eine neue Podcast-Folge, sondern eben auch Musikvideo oder sonst was. Genau. Also es ist ja jetzt nicht durchgängig immer jede Woche eine Podcast-Folge. Alle so 3 bis 6 Wochen gibt es einen neuen Podcast von uns. Ah ja, okay, also so ganz groben Monatsrhythmus kann man dann sagen. Ja, ganz grob. Ja, ähnlich wie bei uns. Also bis wir bei Folge 50 sind, dauert auch ein paar Jahre. Ziemlich exakten Monatsrhythmus bis jetzt immer halten können. Mhm. Dazu müssen wir mit unseren regulären Folgen. Ja. Also haben wir ja unseren Monatsrhythmus. Aber nochmal betreffend der Angelegenheit, also okay, wie kam das und wobei hilft euch der Podcast? Also gibt's ja so, macht ihr das jetzt eher für euch, ein bisschen als Tagebuch, dass wir mal in 10 Jahren schauen können, wie war es gewesen? Oder gibt's jetzt auch so, mal direkten Mehrwert, wo ihr sagen könnt, hier, der Podcast hilft uns bei? Also für uns machen wir das nicht. Denn wir sind ja dabei, also wir bräuchten den nicht, wir wissen ja, was wir erleben, aber unsere Fans, die mögen das halt, uns außerhalb vom Konzert irgendwie zu sehen, uns privat zu erleben und das tun sie im Podcast. Okay, also einfach so ein bisschen dieser Blick hinter die Kulissen, könnte man sagen. Genau. Wie ist es, wenn ihr auf die Zukunft guckt, so als Prognose, wie wird sich das Internet noch weiter verändern, meinst du, oder wie wirst du das Internet oder ihr als Band das Internet noch weiter nutzen? Was glaubst du, was passieren wird in den nächsten 5 Jahren? Wir haben uns bis vor 3 Jahren gegen Streaming gesträubt, weil wir da halt nichts rauskriegen. Und haben jetzt aber vor 2, 3 Jahren gesagt, was soll's, es ist einfach Realität. Und haben die CDs da jetzt freigegeben. Und ich vermute, dass wir jetzt über die nächsten Jahre einfach immer weniger CDs verkaufen werden. Und glaubst du, dass dann auch weniger Geld mit reinkommt? Oder sind die Konzerte gut besucht, dass sich dann das wieder lohnt? Weil du hast gemeint zu Beginn, dass die Prognose der Konzerte ja eher ansteigt, dass in den letzten 10 Jahren immer mehr Leute gekommen sind. Ja, glaubst du, wird sich ausgleichen? Das ist sowieso unser Kerngeschäft. Also unser Finanzbuchhalter hier intern, der hat uns mal vorgerechnet, dass wir mit den CDs insgesamt 1% unseres Jahresumsatzes erwirtschaften. Also wenn das weniger wird, wird es nicht so schlimm für euch? Nö, das ist nicht so schlimm. Also wir werden weiterhin CDs machen, weil wir natürlich weiter neue Stücke schreiben und die Leute wollen die auch zu Hause hören. Aber wie gesagt, Kern ist und bleibt das Live-Geschäft. Okay, und kannst du auch generell sagen, dass es so eine Entwicklung allgemein ist? Also je mehr online, je mehr social das Internet ist, desto mehr haben die Leute auch einfach Interesse daran, euch live zu erleben, mit euch zu interagieren beispielsweise. Ja, wir setzen drauf, dass das so ist. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber viele feedbacken uns, dass sie das toll finden, wie wir uns so präsentieren und geben online. Okay, und also was wird das so eingeschätzt, wie ihr euch dann gebt? Was ist so das allgemeine Feedback? Also was ist denn das Feedback an sich? Also wie werdet ihr online eingeschätzt? So als irgendwie nahbar, geerdet oder wie ist da so der allgemeine Ton? Ja, das kriegen wir tatsächlich ab und zu hören, dass wir sehr nahbar und geerdet sind und dass wir recht schnell antworten. Okay, da kann ich auf jeden Fall als Social Media Berater sagen, dann alles richtig gemacht, definitiv. Also sie hat mal das, was bei Social Media gemacht werden, also so eines dieser Klischee-Aussagen. Du hast gerade einfach nur die beiden Schlagworte in den Raum geworfen, was du Leuten empfiehlst, wie sie wirken sollen, und es hat sofort gepasst zu mir, Bob.
dass die einfach alles, also ich habe das, ja, das war einfach nur zwei Schlagworte, ich habe mir so überlegt, okay, was sind so Klischee-Aussagen, die man gerne bei Social Media bekommt, okay, in dem Fall, wenn es direkt schon als Feedback kommt, ich meine, ist ja super, wenn ihr das als Feedback kriegt, direkt. Ja, finden wir auch. Okay, ja, dann danke erstmal dafür, mehr Fragen fallen mir gerade nicht ein, vielleicht nach dem nächsten Musikstück, und du wirst ja als Musiker nicht nur die Musik deiner eigenen Band hören. Da wird man, glaube ich, irgendwann kirre. Aber du hast was mitgebracht von der Band OK Kid. Gutmenschen oder Gute Menschen? Gute Menschen. Gute Menschen. Mhm. Okay, dann hören wir da mal kurz rein und danach geht's weiter. Gute Menschen von OK Kid, gewünscht von unserem Studiogast Oliver Gies. Und Oliver, ich hätte noch mal eine Frage an euch. Speziell jetzt an dich. Du bist ja Gründungsmitglied von damals noch nicht Maybe Bob, jetzt inzwischen Maybe Bob heißen, seit 2020. Seit wann eigentlich heißt die Maybe Bob überhaupt? Ungefähr seit 95, 96. Weiß okay, ich nicht genau. Also 20 plus Jahre ist ja doch schon recht lange Zeit. Und du bist ja seit Anfang an dabei. Und wie hat sich eigentlich für euch auch die Musik verändert, seitdem das Internet so aufkam? Also habt ihr auch gemerkt, irgendwie Musikgeschmack, Stilrichtungen verändern sich? Also ich glaube, mein Musikgeschmack oder meine Musikwahrnehmung hat sich nicht geändert durch das Internet. Macht ihr andere Musik, seit es das Internet gibt? Also von Texten oder auch musikalisch? Wie war die Frage? Machen wir andere Musik? Ja, also bis du eine Band bist, seit es Internet gibt, seit ihr da aktiver seid, merkst du, dass sich die Musik, die ihr macht, verändert hat, in bestimmte Richtung, vielleicht in Texte, die sich im Internet beziehen? Ja, natürlich. Also Internet, Social Media, das ist so allgegenwärtig. Natürlich findet das auch ab und zu mal in einem Song statt. Und so. Wir hatten einen Song zum Beispiel, Mein Handy weiß ist. Da geht es darum, dass man ja nichts mehr wissen muss, weil man alles ruckzuck im Handy nachgucken kann. Oder jetzt aktuell auf dem Album ist Ode an die Heimat. Da ist, das ist ein Song, darüber habe ich mal auf dem T-Shirt gesehen. Heimat ist da, wo sich das WLAN automatisch verbindet. Ja. Und so findet es immer mal wieder statt. Okay, also so diese Alltagselemente einfach, also eben wie sich das Internet jetzt in den Alltag eben einschleicht mit dir, ach ja, guck doch mal kurz bei YouTube oder mach mal die Wikipedia auf, wenn man irgendwas nachschlagen möchte. Und so ist mal stilistisch an sich, hat sich dann bei euch noch irgendwie was verändert? Also habt ihr irgendwie gemerkt, dass jetzt durch das Internet vielleicht irgendwie die Songs schneller geworden sind, dass ihr knalliger sein müsst, damit ihr die Aufmerksamkeit bekommt? Nein, oder? Nein, das gar nicht. Nein. Ihr seid euch selbst treu geblieben. Naja, wir verändern uns ständig natürlich. Wir wollen da niemanden langweilen, aber das machen wir unabhängig vom Internet. Aber es gibt jetzt auch keine Fans, die irgendwie sagen, früher wart ihr besser, das Neue gefällt mir nicht, was ihr macht. Nö, eigentlich nicht. Das ist auch relativ einzigartig für eine Band. Die meisten Fans schreien dann irgendwie nach einem Album, das geht überhaupt nicht mehr, der Stil gefällt mir nicht, ihr wart früher viel besser, Ausverkauf, Kommerz. Hat vielleicht doch mit dem Genre zu tun. Also wir haben jetzt alte CDs und natürlich gibt's auch mal einen, der sagt, das ist meine Lieblings-CD, aber dann gibt's einen anderen, der sagt, nee, die andere ist meine Lieblings-CD. Aber der sagt also nicht, dass die neuen CDs alle scheiße sind. Nee. Der sagt, sie sind auch gut, aber nicht mehr so gut. Ein sehr schönen Spruch jetzt nach der letzten CD von einem Typen, der sagte, wenn eine neue CD von einem Künstler, den er gut findet, rauskommt, dann hat er immer Schiss, dass sie nicht mehr so gut ist wie die davor, weil irgendwann der Zenit einfach überschritten ist. Und er war total positiv überrascht, dass das nicht so war, sondern dass wir schon wieder nachgelegt haben. Das hat mich sehr gefreut. Tja, das letzte Knocato-Album hat mich sehr enttäuscht. Da ich das Gefühl gehabt, früher waren die echt besser. Die sind mal konstant besser geworden und dann kam das neue Album. Ich dachte mir so, irgendwie ist nicht mehr das Wahre. Also das ist ja auch, ich meine, das ist wahrscheinlich nicht schlecht, aber es erzählt vielleicht einfach nichts Neues mehr. Und ja, vielleicht sowas. Und auf dem Album selbst gab es eine Anspielung darauf, dass die ja nicht so gut gewesen sind. Deswegen der Komponist meinte so im Text, ja, ich kann nicht immer auf Höchstform sein. Manchmal ist das Album aber nicht so gut wie die anderen. Vielleicht wird es ja noch besser. Gut, aber das ist auch so ein klassisches Social-Media-Ding. Am Ende Innovativität versus Redundanz. Du musst immer mal das Neues Beat natürlich auch so altbekanntes wiederkehren lassen. Ich meine, bei einer musikalischen Richtung zum Beispiel so bestimmte Tonarten, bestimmte Stile, einfach wo man einfach weiß, die Band steht dafür. Aber man muss natürlich auch immer mal was Neues machen, ein bisschen experimentieren. Also muss ich auch selbst sagen, ich habe ja bei euch auch einiges hoch und runter gehört bei Maybe Bob. Also ihr habt ja auch immer mal so experimentelle Songs dabei. Jetzt auch im aktuellen Album dieses, ich glaube, mittelhochdeutsche Volkslied, was ihr da vertont hattet. Plattdeutsch. Ist das. Ach, okay, gut. Dann Was hast du studiert, Christian? Dass du nicht Plattdeutsch und Mittelhochdeutsch unterscheiden kannst?
Ja, ich habe schon überlegt, okay, das wird wahrscheinlich sowas Mittelhochdeutsch-Niederdeutsches sein, aber okay, da hat mich mein Altgermanistik-Studium dann anscheinend doch verlassen, was ich mal so 2 Semester hatte als Modul. Aber ich fand es sehr interessant, ich das gehört habe, so, okay, hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Fand ich auch sehr spannend, interessant. Wie reagiert da eure Community auch irgendwie sehr unterschiedlich drauf, wenn ihr so mal so ein experimentelles Stück drin habt? Oder wie ist da eigentlich das Feedback? Wir versuchen immer wieder irgendwas Neues uns auszudenken. Und dann ist zwangsläufig vielleicht auch mal das ein oder andere Stück ein bisschen experimenteller. Aber die Leute, die ins Konzert kommen, die freuen sich, dass sie immer wieder von Stück zu Stück überrascht werden. Das ist von Feedback, das ich so bekomme, ein Markenzeichen von uns, dass man bei uns nie weiß, was als nächstes kommt. Und deswegen wissen die das eher zu schätzen, als dass sie da komisch gucken. Also jetzt eben noch so ein bisschen das Chaos lebt. Ja, genau. Wir versuchen uns ein bisschen Anarchie zu bewahren. Das ist ein schönes Schlusswort fürs Interview. Vielen Dank für die Fragen. Und das Stichwort ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Wir sind am Ende. Online-Geister. Feedback. Und am Ende haben wir das Feedback und der Fluch der frühen Aufnahme. Wir haben natürlich noch kein Feedback zur letzten Folge bekommen, weil sie, wie gesagt, erst diese Woche veröffentlicht wird zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ihr könnt euch natürlich weiterhin Feedback ergeben. www.onlinegeister.com/Folge 018. Ihr könnt es natürlich auch bei iTunes bewerten. 1 Stern ist vollkommen okay, 5 Sterne sind besser. Bei Facebook schreiben, Twitter etc. pp. Finden sich alles unter onlinegeister.com. Wir möchten uns jetzt sehr herzlich auch bei Oliver Gies von Maybe Bob bedanken. Olvo, findet man euch denn eigentlich online? Wir haben eine Homepage, www.maybebob.de. Bei Facebook sind wir natürlich auch, bei Twitter sind wir, bei Instagram sind wir. Alles unter dem Namen Maybe Bob. Das muss nicht irgendwie noch ein Official, irgendein Reel davor sitzen. Nö. Der normale Name findet man euch. Wunderbar. Wenn überall, man Maybe Bob eingibt, möchte. Dann findet man uns. Okay, dann an unsere Hörer, Feedback an Maybe Bob, dann unter maybebob.de oder den entsprechenden sozialen Kanälen. Was ihr da bevorzugt? Habt ihr da irgendeinen bevorzugten Kanal, wo ihr am häufigsten kommuniziert? Also wie gesagt, egal, wo man uns schreibt, das kommt immer an. Okay, also was die Fans bevorzugen, ja, unsere Fans oder eure Fans, das können die nutzen und dann sind sie da. Ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, ihr da draußen. Und ansonsten, das war's dann für heute. Tristan, hat mich gefreut. Mich jetzt auch gefreut. Beim nächsten Mal geht's um Datenschutztipps. Das war Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.